Hallo und herzlich willkommen zu Natural Threat, natürliche Bedrohung 2. Ja, wir spielen das Spiel und wir sind schon direkt gestartet. Hoch, ich soll mein Glas dicht umschmeißen. So, gerade mal kurz was gekramt. So, was sollten wir machen? Ich glaube, wir sollten nach hier. Eine schleimige grüne Substanz hat den Aufzugskonsole bedeckt. Ich muss sie erst sauber machen. Ne, ich glaube, dafür habe ich im Moment nichts. Dafür brauche ich wahrscheinlich Wasser. War klar. Klappt nicht. Diese gewöhnliche Hauspflanze hat sich in etwas Wildes verwandelt. Es sieht gefährlich aus. Ja, da ist Schlüssel. Ich muss ja die Jahre verhindern, dass ich einen Schlüssel nehme. Ich glaube, hier kann ich nichts machen. Ich brauche hier irgendwas anderes. Genau. Krass. Das Rotorblatt. Dafür brauche ich wahrscheinlich noch einen Stiel. Die Pflanze pulsiert, als würde sie gleich explodieren. Ich kann das reinwerfen. Naja. Mit der Axt komme ich hier noch nicht weiter. Sauber machen kann ich hier auch noch nichts mit. Den Schlüssel brauche ich für die Tür. So, hier kann ich nichts machen. Erstmal, hier ist die Pflanze im Weg. Ich muss einen Schlüssel, aber die Pflanzen sind davor. Was mache ich hier oben? Links? Lampen? So. Hier kann ich, wie gesagt, nichts machen. Ja, okay, ich muss wohl zurück. Ach so. Stimmt ja, ich erinnere mich. Ich habe das Spiel zu lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, klappt das, oder? Ah, doch, das passt. So. Ah, jetzt haben wir wieder unsere normale Hauspflanze. Und hier ist auch dieses... diese Farbsubstanz. Ah, hier kann ich schon mal eine Münze reinlegen. Dann brauche ich noch zwei davon. Noch zwei von den Münzen. Könnte ich ja noch sonst irgendwas machen? Scheint nicht so. Ich glaube nicht, dass es klappt. Wie unerwartet. Tatsache. Verrückt. Okay, jetzt ist die Pflanze weg. Ich brauche trotzdem erst einen Schlüssel. Ach doch, den habe ich ja. Wann bin ich blöd? Jetzt komme ich hier durch. Er ist jetzt abgebrochen. So. Und auf. Hui, sieht ja Hightech aus. Golfschläger nehme ich mir erstmal. Vielleicht kann ich das direkt damit einschlagen. Das wird zu leicht. Nein. Hochstemmen kann ich ja auch nichts. Aber hier oben ist eine Münze. Da kann ich auf jeden Fall noch hin. Das mache ich auch sofort. Hier oben. Die Steckdosen haben Strom. Da kann ich später irgendwas anschließen, wie es aussieht. Das Rad brauche ich wahrscheinlich später für ein Minispiel. Ah, hier könnte ich wahrscheinlich irgendwas mischen. Tennisball. Fehlen die Linsen. Sieht wie ein Teil einer chemischen Formel aus. Hier muss ich auf jeden Fall später noch was machen. So, aber dann gehen wir jetzt hier rein. Ach nein, das habe ich... Achso, okay. So, welche Klammer brauchen wir? Wahrscheinlich ist sie in zwei Stücke geteilt. Genau, hier oben. Wo ist denn die andere? So.
Die andere Wäscheklammer. Wo haben wir die? Was ist das? Buch mit Blättern, Treibhaus, Stethoskop. Ich könnte das jetzt so nichts davon zuordnen. Linsen sind hier welche. Huch, was war das? Ich wollte eigentlich einen Zauberwürfel zusammensetzen. Aber der ist wahrscheinlich erst das nächste Mal da, wenn wir das benutzen sollten. Hier kommen die Blätter rein. Buch mit Blättern. War auch zu erwarten. Ein grünes Blatt da oben. So, nehmen. Treibhaus. Ein Treibhaus. Ich hoffe, ich bin laut genug. Ich zweifle im Moment noch. Oder ist für mich einfach nur der Sound sehr laut? Ich glaube, es liegt einfach jetzt an mir gerade. Wenn nicht, tut's mir leid. Stift muss ich wahrscheinlich später anspitzen. Sieht sehr danach aus. Was war das denn? Ach, Stethoskop. Ach so. Ah ja. Formel. Gut versteckt, die Formel. Tube da unten. Die Feder. Die Feder habe ich noch nicht gesehen. Wo haben wir denn die Feder? Eine Feder. Schürze war da erstmal. Schwamm, den habe ich gesehen. Den Schwamm habe ich gesehen. Da oben. DNA. DNA, die habe ich auch schon gesehen. Habe ich denn nicht sogar schon drauf geklickt? Da. Feder. Feder und Büroklammer fehlen noch. Dann habe ich alles. Ach, Moment. Treibhaus. Ich muss irgendwas draufsetzen. Wahrscheinlich Glas. Aber hier ist kein Glas. Wahrscheinlich ist es aber wieder so auffällig, dass ich das eigentlich sehen müsste. Oder es liegt so geschickt, dass man es eigentlich gar nicht sehen kann. Eins davon ist es immer. Ah, da. So. Wäscheklammer. Jetzt ist Treibhaus noch zu Ende. Ach, so eine Feder haben die gemeint. Ich habe ganz jetzt nur nach einer anderen Feder gesucht. So, noch das Treibhaus. Komm, gib mir einen Tipp. Ah, ich bin nicht darauf gekommen, dass es da hinten wäre. Naja, egal. Wir haben jetzt das Treibhaus. Wir haben einen trockenen Schwamm bekommen. Das ist gut. Den weiß ich zu verwerten. Und zwar hier. Ja, ich muss ihn nass machen. Ist das euer Ernst? Gibt es hier Wasser? Hier gibt es Wasser. Brauche ich wirklich Wasser? Ja. Das Wasser kann die Hähne nicht erreichen. Och, da ist eine Pflanze drin, das gibt es doch nicht. Sterbt. Gibt es da aber nicht noch eine andere Variante? Moment, da hinten hat wieder irgendwas geleuchtet. Mal herumdrücken, vielleicht hilft es. Habe ich einen Tennisball schon mal eingesammelt? Okay, dann eben nicht. Nichts davon wüsste ich hier vernünftig zu verwenden. Den Strom brauchen wir irgendwo anders für. Ja, hier ist recht nicht hin. Wie kommen wir jetzt hier ran? Steckdosen haben Strom. Golfschläger ist aus Eisen. Könnte ich vielleicht was draus machen? Nee. Ja, hier wohl nichts. Ich muss wohl erstmal zurück. Ist hier noch irgendwas, was ich machen kann? Könnte. Hier die dritte Münze kann ich schon mal reinpacken. Ich gehe mal zurück. Was ist denn hier? Ach, ein Zahnrad. Ah, okay, cool. Ah, okay, das muss ich machen. Ich muss die jetzt alle ranpacken, sodass das halt passt.
Zu klein. So, die drehen sich jetzt schon mal alle. Hier kommt auf jeden Fall ein kleines drauf. Noch hier ein großes passt. Nein, es ist zu groß. Noch eins davon. Auch zu klein. Warum sind alle von diesen kleinen zu klein? Aber jetzt hier zwei kleine auch nicht. So, jetzt hier aber ein großes. Ah, nein. Das ist doch, das passt. Ist auch hier noch ein kleines. Nein. Ich kann nicht alle erreichen dadurch. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Kurz die zurücknehmen. Ach, das eine hier ist fest. Warum passt das denn da nicht drauf? Jetzt. Ah, wieso drehen sie sich nicht mit? Das ist fies. Hier muss dann auf jeden Fall ein kleines drauf. Ich muss aber gucken, dass ich hier noch geschickter das kleine weg. Hier ein großes. Es muss schon so sein. Moment, kann ich nicht das hier mit einem mittleren ersetzen, die, oder? Also hier muss auf jeden Fall ein großes hin. Dementsprechend muss hier ein kleines hin. Da läuft das. Also das kann ich hier nicht anders machen. Hier passen kein großes hin und die kleinen sind einfach zu klein. Das heißt, hier muss ein großes hin. Also ein mittleres. Hier kann ein kleines rein. Dann passt das. Da muss hier dementsprechend so eins. Ah doch, so passt doch. Ah ne, Moment, jetzt sind hier zwei wieder raus. Okay, wir haben es geschafft. Alles dreht sich. Was das jetzt genau bringt, weiß ich nicht. Wir kommen an eine Lampe und eine Steckdose. Aha. Die können wir hier einstecken. Ah, jetzt brezeln wir die. Okay, jetzt kommen wir da dran und können Schwamm nass machen. Meine andere Idee wäre es gewesen, so weit zurückzulaufen, bis an eine Stelle, wo wir schon mal Wasser hatten, und da uns das Wasser zu nehmen. Sollte ja noch funktionieren. So, mit unserem nassen Schwamm können wir das hier jetzt endlich sauber machen. Ich muss zur ersten Etage fahren. Ich glaube, dass Joe und Lily dort sind. Um den Fahrstuhl zu rufen, muss ich wissen, welche Knöpfe ich drücken muss. Tipp. Okay, nochmal ein Tipp. Ah, da oben. Ah, ich bin sicher, es gibt einen Grund dafür, dass dieses Blatt mit verschiedenfarbigen Formen dort hängt. Ja, das glaube ich auch. Ja. Was ist das denn überhaupt? Eine Schale. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jemand hat ja vor kurzem die Zahl 9 hingeschrieben. Wahrscheinlich ist 9 die Lösung. Aber 42 ist doch die Antwort auf alles. So. 9. Was sind das andere Farben? Grün. Mal kurz gucken. Ne, es sind dieselben Farben. Aber egal. So, erstmal jetzt hier gucken. Zack. 9. Eine Schablone, die uns wahrscheinlich dann hier hinten hilft. So, jetzt habe ich das nicht gesehen. Super. War das nicht irgendwie so? Ey, ist es deren Ernst? Ey, als ob ich mir das in diesen paar Sekunden merken konnte. Tipp.
Dein Ernst? Hä? Alter, wer macht übrigens so einen scheiß Code an die Wand? Hä? Hallo? Ich weiß gerade nicht, wie der war. Tut mir leid. Und ich kann jetzt auch nicht mehr gucken. Ist es deren Ernst? Alter, das war eine Sekunde weg. Ich weiß, es waren die. Die obersten irgendwie. Ich meine, es waren die beiden auf jeden Fall. Dann irgendwie das. Wie war das denn? Ach so, ja, ich habe es jetzt irgendwie geschafft. Ich weiß nicht genau wie. Es klemmt die Tür. Ah, nein, da ist dieser super Geist drin. Also jetzt würde ich es gar nicht mehr damit fahren. Die Türen klemmen, ich muss ihn noch als zweite aufbekommen. Endlich kann ich das da verwenden. So, rein damit. Und zack. Da ich so ein breiter Mensch bin. So, jetzt bin ich weiter oben. Ich wäre echt nicht mit dem Aufzug gefahren. Ein seltsames Glühen da oben. Man sieht es immer. Ich bin mal gespannt, was es sich damit auf sich hat. Oh, ich will da dran. Schau dir all diese Schnickschnack aus diesem Büro an. Die Monster... Dieses Monster scheint glänzende Dinge zu mögen. Hier, ein Schläger, der glänzt. Kriegst du in deine Fresse. Eine Schale, magst du Schalen? Ja, hör auf zu beißen, du Hund. So, was haben wir denn hier noch? Das ist ein Kartenscanner für Zugangskarten aus dem geborstenen Rohr tropft Wasser darauf. Ich muss das Wasser stoppen und ihn irgendwie reparieren. Ja, guck mal, Schale. Wie, ich kann mit der Schale kein Wasser stoppen. Was ist das denn? Sagt mir gar nichts hier. Ich brauche hier einfach irgendwas. Nur was weiß ich nicht. Wie bekomme ich die Patronen da heraus? Ich würde es einfach einschlagen oder Gewaltkraft verwenden. Ich meine, das sind ein paar schwache Pflänzchen. So, naja. Die kriege ich wohl jetzt nicht auf. Hier ist eine Tür. Oh, ein USB-Stick. USB-Stick eingeben, um Programm zu aktivieren. Ich habe keinen USB-Stick. Mann, oh. Hallo. So. Ach, da war der Code. Das sieht wie ein Code aus. Ich muss herausfinden, wozu er dient. Hatte ich ihn nicht schon? Hm. Projekt Emerald Lady. Unser Versuchsobjekt stellte sich als intelligenter heraus, als wir dachten. Während eines der Experimente zeigte Lady außerordentliches Talent, die restlichen Pflanzen im Labor zu kontrollieren. Das gibt uns Anlass zu Sorgen, zu großer Sorge. Wir müssen unsere Sicherheitssysteme so schnell wie möglich verbessern. Wenn Lady sich befreien kann, wären die Folgen unausdenkbar. Aha, das ist also passiert. Interessant. Kann man nicht blättern. Ah, doch. Aha. Ach so, das ist meine privaten Sammlung. Ah, das ist jetzt cool. Hier war ich schon. Ich brauche einen USB-Stick. Ja, eine Schrotflinte. Ach so, die kann ich erst aufnehmen, sobald ich Patronen habe. Rasentrümmer funktioniert, aber die Klingenfäden. Die brauche ich auch noch. Was ist das denn jetzt? Handstaubsauger. Ich könnte sie verwenden, um die zu erschlagen. Mit dem Seil rauszuziehen. Wissen, wie viel Uhr es ist. Aber sauber zu staubsaugen. Ist das ein Türgriff? Hm. Nicht so irgendwie was, womit man den verwenden kann. Hallo, Bruder. Es ist Joe. Diese Pflanze ist dabei, ihn zu verschlingen. Ich muss meinen Mann retten. Staubsauger. Türgriff. Uhrzeit? Willst du wissen, wie viel Uhr wir haben? Was ist das? Murmeln? Farbige Kugeln, okay. Eine Schale, vielleicht brauchst du einen Schläger, um dich zu verteidigen. Ach, Tatsache. Den brauche ich jetzt wirklich. Iris, help! Any weapon will do.
Ja, jetzt muss ich auch noch schießen. Oh, das Spiel wird immer brutaler. So, ja, chillt ihr beide mal da hinten. Ich brauche noch etwas. Ja. Die hätte ich auch gern geschlagen, aber vielleicht Staubsauger. Murmeln. Ich kann nicht mit dem Seil töten. So viele Möglichkeiten, die man damit eigentlich machen könnte. Aha, hier kann ich pusten. Eine Rolle. Klebeband steckt zwischen den Fässern fest. Leider kann ich sie wegen der dornigen Ranken nicht nehmen. Ich kann ja Rauchstaub saugen. Ja, wohl nicht. Naja, Türgriff hilft hier, glaube ich, auch nicht gerade so viel. Fabrikkugeln ist recht nicht. Aber ich habe einen Türgriff. Damit komme ich durch Türen. Ja. Durch Türen. Richtige, echte Türen. Gib mir mal einen Tipp, du. Ach, zurück, okay, das hätte ich vermutet. Hä? Was denn hier? Eine Schale unten. Ach, so eine Schale, das ist ein Tablett. Jetzt muss ich nur dagegen hauen. Hey, ich kann da wohl mit meiner Hand gegenhauen, oder? Ist das dein Ernst? Ey, jetzt wirklich? Ich habe die Schale drunter. Ich werde das ganze Teil einfach nur noch kippen. Gib mal sofort einen Tipp her. Was? Eine Uhr. Okay. Ach so, ja, eine wegschlagen traue ich mich nicht. Aber eben mit einer Uhr zu fassen. Nee, das ist nicht das, was ich glaube ich brauche. Fliegenklatsche. Gibt es irgendwo Fliegen? Habe ich eine Fliege übersehen? Hier, werde ich mit einer Fliegenklatsche. Schade. Fliegenklatsche. Was mache ich mit einer Fliegenklatsche? Bildschirm verhauen, Bildschirm absaugen könnte ich noch. Wird immer schwieriger hier, was ich tun kann. Also ich probiere jetzt einfach nur mal alles aus. Das gehört hier nicht hin. Dein Ernst. Hä? Also, ja, jetzt klappt das. Natürlich. Klar doch. Egal, so. Ich habe die Patronen jetzt. Damit schnappe ich mir die Knarre. Und hier kann ich noch nichts machen. Und würde sagen, dann drücke ich ab. Ah nee, ich gebe dir die, weil ich mich nicht selber traue zu schießen, weil ich so eine Pussy bin. That plant nearly swallowed me whole. Yet all I could think about was never seeing you or Lily again. Lily! Ah! One of the scientists took her to a secure place, the room behind the huge metal door. Find her while I look for a way out. Okay. Ich denke, ich muss das jetzt nicht übersetzen. Wir sollen auf jeden Fall zur Tür gehen und dafür müssen wir erstmal das Wasser aufhalten. Wir brauchen aber erstmal die Klingen. Ich glaube, wir müssen später zurück. Hier, das Wasser tropft immer noch. Ohne das Wasser können wir nicht durch. Vielleicht kann ich mit Murmeln den Weg verstopfen. Mit einem Seil. Mit dem Türknauf über nichts so wirklich. Ich muss irgendwie das Wasser stoppen. Ja, nee, Tipp. Ist finde ich super gerade. Sehr super. Hier kommt ein Tipp. Jetzt mit dem Tipp scheint schon mal zu funktionieren. So, 1A. USB-Stick habe ich immer noch nichts. Hier kann ich nichts mitmachen. Rasierdingens da hier klingen. Die Klinge fehlt. Wo haben wir denn die Klinge? Die Glasplatte ist dick, ich könnte sie verwenden, um mich selber zu schützen. Würde ich denken. Wohl nicht.
ich nur geguckt. Nach links geht es nicht, da war ja mein Mann drin. So, da bin ich gerade lang gelaufen, nach oben komme ich auch nicht mehr. So gesehen kann ich jetzt nur gerade nach hier. Ich muss aber das Wassertropfen stoppen. Die Karte kann ich nicht verwenden, weil die brauche ich ja später, damit das Ganze funktioniert. Was bist du? Du bist ein Staubsauger, Handstaubsauger. Hallo, ich brauche einen Tipp, du Otto, du. Kurz Menü. Weiter. Menü, Hauptmenü. Dann seht ihr nochmal das Hauptmenü. Spielen. Tipp. Nee, klappt immer noch nicht. Ich habe vielleicht selber gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist ein großer Tunnel. Vielleicht ist jeder in diesem Gebäude dort hineingeflogen. Ist jeder. Jeder in diesem Gebäude. Das ist ja von Lianen versperrt. Boah, ein paar Lianen. Da komme ich überhaupt nicht mehr lang. Scheiße. So, mal gucken, was gibt's hier. Kann ich hier irgendwas Neues machen? Ich kann, da war hinten... Handstaubsauger, Türknauf, Murmeln und ein Seil. Alles kann man nicht verwenden. Oh mein Gott. Hier, farbige Kugeln. Die kann ich bestimmt hier irgendwie mit verwenden. Linsen habe ich immer noch nicht. Nee. Gib mal einen Tipp, du. Immer noch nicht. Klappt das einfach nicht. Ist ja mies. Ich komme auch nicht weiter. Ich gehe mal nochmal zurück. Aber ich denke, noch weiter zurück kann ich nicht gehen. Das ist schon zu weit, wirklich. Irgendwas muss ich jetzt hier drin machen. Nur ich habe noch nicht ganz durchschaut, was. Ich kann aber auch keinen Tipp anzeigen. Wieso denn nicht? Ich brauche Klingen. Klingen habe ich nicht. Ich könnte das Schild, also das Glas verwenden, aber mit nichts, was ich dabei habe. Der Kartenscanner funktioniert nicht, weil er nass ist. Dafür bräuchte ich einen Schwamm. Einen trockenen Schwamm zum Beispiel. Aber eigentlich müsste ich hauptsächlich das Wasser stoppen, dass es tropft. Ich kann es aber nicht... stoppen. Ich kann das Wasser nicht stoppen. Ich kann nur die Rohre mal verfolgen. Die kommen eindeutig von hier. Ne, führt nach da und nach da. Ich verrückt einfach mal herumtesten. Aber es sieht ja nicht so aus, als wäre noch eine Tür. Hier brauche ich einen USB-Stick. Die Karte funktioniert ja nicht. Staubsauger befürchte ich auch, dass es klappt. Ich brauche einen USB-Stick, aber hier ist ja nirgendwo ein USB-Stick. Oder übersehe ich irgendwas? Aber Tipps funktionieren ja auch nicht. Bin ich jetzt komplett blöde? Ja, da sind alle hineingeflohen, aber da kann ich auch nichts machen mit. Dieses Glühen. Ich kann jetzt das aufsaugen, aufpumpen, ausschicken, Kugeln mitmachen. Keine Ahnung. Ich bin wirklich gerade planlos. Ich befürchte, ich muss nochmal hier rein, vor allem hier hinten muss ich ja noch was tun. Solide aus. Ist mit Klammer beschäftigt, Klammer gesichert und das Glas sieht ziemlich solide aus. Ich komme relativ schwer ran. Müsste ich dafür aufschrauben? Ich habe nichts zum Aufschrauben, aber ich habe einen Türknauf. Mit einer Karte kann ich auch nichts aufbrechen, das fand ich jetzt auch in dem Fall seltsam. Bäh. Klappt nicht. Klappt echt nicht. Ich kann hier nur noch nach oben. Hier fehlen aber immer noch die Linsen. Und die Karte, mit der kann ich hier glaube ich nichts anfangen. Nein. Handstaubsauger.
Hätte mich gewundert. Kugeln, naja, ne? Scheint ja nicht zu funktionieren. Ich muss aber durch diese Tür da hinten. Und die geht nur über diesen Kartenscanner auf. Hier ist noch das Klebeband. Ich bin immer noch verwirrt, wie ich an das Klebeband kommen sollte. Hm, was sagt man dir? Die Rolle Klebeband steckt zwischen den beiden Fässern fest. Leider kann ich sie nicht bewegen. Kann ich sie wegen der dornigen Ranken nicht nehmen. Dornigen Ranken, was kann ich dagegen machen? Ich kann sie höchstens auf Seite drücken, hab da aber nichts für. Ich könnte sie verbrennen, Staubsaugen geht nicht, wegpusten finde ich seltsam. Ich komme da also nicht dran, oder ich bräuchte einen längeren Gegenstand. Rasierklingen, hier, mit Rasierklingen, mit diesen Klingen könnte ich hier was machen. Aber ich habe diese Klinge nicht. Hier ist ein Mülleimer, also... Nee, hier kann ich nichts machen. Ach nee, das ist jetzt gerade echt ein bisschen blöd. Ich muss sie suchen, ich muss durch die große Metalltür, ja. Ich brauche einen USB-Stick, den habe ich nicht, nein. Ohne USB-Stick klappt ja wohl nichts. Die Karte, die ich jetzt hier habe, kann ich nicht scannen. Das ist fies. Sehr fies. Ich gehe einfach nur was zurück. Wo hatte ich die Möglichkeit? Da rein und nach da. Nach hier kann ich mittlerweile nirgendwo her. Hier muss ich aber irgendwas auch machen können. Aber wohl noch nicht jetzt. Wahrscheinlich muss ich später nochmal komplett zurück und alles nochmal machen. Hier komme ich nicht ran, hier brauche ich einen Schraubenzieher oder sowas ähnliches zumindest. So, dann gehe ich jetzt mal zurück. Ganz zurück. Tipp nochmal, klappt immer noch nicht. Nochmal ganz zurück, noch weiter. Ich bin immer noch verwirrt. Ich weiß es wirklich nicht. Nee, ich glaube noch weiter lohnt es sich nicht zurückzugehen. So. Der Hubschrauber ist in der Oberstockwelt des Gebäudes geschützt. Vielleicht kann ich das andere Gebäude erreichen, wenn ich mir einen Weg über... Wenn ich mir einen Weg durch den Hubschrauber bahne, ist das riskant, aber ich würde es tun. Ach so, durch den Hubschrauber, ja, aber ich bin nicht ja schon durch. Jetzt bin ich in diesem Haus drin. Hier oben ist wieder so ein Leuchten, womit ich nichts anfangen kann. So, von links nach rechts. Leuchten, hier links kann ich rein. Auf der linken Seite habe ich hier schon die Pflanzen entfernt. Hier kann ich nichts mehr machen. Hier scheint alles zu sein. Hier hinten kann ich hingehen. Was mir nicht bringt, weil ich Linsen brauche. Und seit ich gerade keine Erfahrung habe. Ich habe verschiedene farbige Flüssigkeiten und farbige Kugeln. Jedoch hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Was habe ich noch? Es ist ein Bereich. Hier war eben was, das habe ich bereits. Hier rechts, da war so ein extra Level, das habe ich auch schon gemacht. Hier komme ich nicht dran, was wäre ja auch drin, Feuerlöscher. Weiß ich gar nicht, ob ich den so unbedingt haben möchte. Aber ich komme ja auch nicht ran, egal welches Item ich benutze. So, diese Ranken, hier das Leuchtende, da kann ich auch nichts tun. So, dann ist hier oben noch das Leuchten, womit ich, wie gesagt, nichts machen kann. Dann kann ich hier nur noch hochgehen. Hier war eben was, das habe ich genommen.
In den Tunnel komme ich nicht. Sieht aber auch nicht so aus, als könnte ich da überhaupt was machen. Nach hier hinten habe ich eigentlich alles schon ausprobiert. Das Seil kann ich nicht verwenden. Die Kugeln kann ich finden. Die Tür genau natürlich auch nicht. Handstaubsauger nicht. Was ist das? Pumpe. Fußpumpe auch nicht. So. Hier hoch komme ich nicht mehr. Ich brauche eigentlich nur noch nach hier. Mit der Fußpumpe kann ich hier nichts anstellen. Die Karte. String is not found. Okay. Mit Staubsauger kann ich auch nichts machen. Türknauf habe ich sein. Scheint alles so, als würde es nicht klappen. Weil das hier leider nass ist und ich es trocknen müsste. Hoch komme ich nicht mehr. Hier oben ist natürlich nichts, weil ich da eh nicht dran käme. Hier drinnen. Nach links komme ich nicht. Von links kommt ein Rohr. Dieses Rohr führt nach hier unten. Hier sehen wir kein Rohr. Hier sehen wir nur diesen Rasentrimmer. Ich brauche dafür eine Klinge, für diesen Rasentrimmer. Ich habe aber keine Klinge dabei und auch noch keine gesehen. Ein USB-Speicher, mit dem wir nichts anfangen können, weil wir kein USB haben. Langsam wird's critical. So, was können wir noch machen? Das war's. Angenommen, wir hätten jetzt dieses Klebeband. Was können wir mit dem Klebeband machen? Wir könnten das oben, das Wasser zukleben oder... Ja, wir können das hier oben verbinden. Dann wären wir schon mal einen Schritt weiter. Aber an dem Klebeband kommen wir auch nicht dran. Wozu brauche ich den Türknauf? Ich glaube nicht, dass ich ihn erst für später brauche. Oder doch? Bestimmt nicht. Ich werde, ich muss ganz zurück irgendwie nochmal. Noch weiter vielleicht. Wobei ich werde nicht weiter gerne als hier gehen, weil ich glaube schon, dass wenn noch irgendwas ist, das nur hier ist, aber nicht mehr hier. Oder doch? Nee, oder? So, ich probiere es einfach mal. Hier kann ich auch nichts mehr machen, doch ich komme noch hoch. Ich kann ja noch gucken, dann ist immer noch dieses Leuchten. Aber ich kriege auch keinen Tipp mehr. Was ist denn da los? So, ich gehe doch lieber wieder hoch. Hier unten ist wirklich nichts. Aber hier ist auch keine Tür, die ich für den Türknopf verwenden kann. Das hier kann ich verwenden. Die Kreditkarte, oder die Karte da halt. Die Fußpumpe, wozu? Hab ich noch nicht verstanden. Nee, wozu habe ich echt noch nicht hinbekommen. So bräuchten wir eine Fußpumpe. Hier kann ich nichts machen. Auch nicht mit der Karte. Staubsauger klappt ja eh nicht. Ich kann es alles nur x-mal probieren. Aber wahrscheinlich ist alles hier gerade so offensichtlich. Wetten, ne? Ich gucke mir so eine an und denke, oh mein Gott, bin ich blöd gewesen. Hinter dieser Tür ist meine Tochter. Ich komme aber nicht durch. Mein Gott, das gibt es einfach nicht. Wenn ich nicht durchkomme, was kann man denn dann tun? Kurz einen Schluck trinken könnte ich vielleicht tun. Ja, steckt fest. Ich muss die dornigen Ranken entfernen. Ich komme aber nicht da dran.
Chip funktioniert nicht mehr. Nochmal Hauptmenü. Optionen. Okay, spielen. Tipp. Da ist ja eine Animation, als ob ich draufklicken würde. Es wird dunkler. Aber mehr dann auch nicht. Als würde es keinen Tipp geben, als könnte ich nichts tun. Als hätte ich irgendwann mal ein anfangs wahrscheinlich unwichtiges Item übersehen. Weil es jetzt natürlich wieder wichtig ist. Das ist irgendwie mies gerade. Weil ich irgendwie auch gerade total den Skill habe. Was ist das denn da unten? Sieht aus wie ein Teil einer chemischen Formel. Kann ich aufsaugen. Chemische Formel. Habe ich doch gerade eben schon mal was gefunden. Ja, also Reagenzgläser enthalten verschiedene farbige Flüssigkeiten. Ich glaube, wir bräuchten eine Linse. Wir haben keine Linse. Das Ganze ist sehr mies gerade. Der Kühlschrank ist mit Klammern gesichert und das Glas sieht ziemlich solide aus. Ja. Wer tut auch in den Kühlschrank einen Feuerlöscher? Ganz ehrlich. Wer tut den in den Kühlschrank? Komm ich hier unten irgendwo dran? Karte. Aufpumpen. Hier rechts sieht so aus, als würde das Ganze umkippen können. Noch Murmel oder sowas hinlegen, damit drin wirklich alles umkippt. Nee, scheint hier so, als könnte man hier wirklich nichts tun. Das ist wirklich gerade mies. Und da der Tipp nicht funktioniert, verzweifle ich gerade sogar noch mehr. Rechts, das ist ja rechts. Hier unten, da waren wir immer schon. Das können wir ohne Klingen nichts mitmachen. Das ist klar. Also ein USB-Stecker haben wir nicht. Das ist sehr seltsam. Ah, was ich vielleicht denke, ich habe den falschen Code vielleicht eingegeben, oder? Weiter, wie ging das hier auf das Buch? Ja, Moment, zurück. Nee. Nee, das hier ist der Code, den ich benutzt habe, um nach hier oben zu kommen. Ich habe gerade eben gedacht, nicht, dass ich einen falschen Code benutzt habe, der für irgendwas anderes ist. Nö, ich habe den richtigen Code benutzt. Alter, wieso kriege ich das was nicht gestoppt? Ich gehe kurz mit der Hand drüber. Es ist das Ganze trocken und kann den Kartscanner wieder benutzen. Oh mein Gott. Ich habe jetzt endlich schon anderswo gesehen. Ja, ich weiß, wir haben es alle schon mal gesehen. Überall, doch. Wir können nichts damit anfangen. Mann, das Ganze ist mies. Ich komme in einem Wimmelbildspiel nicht weiter, irgendwie erbärmlich. Wow, wie verrückt der Umklicken. Vielleicht funktioniert's nicht. Wirklich langsam bin ich am Durchdrehen. Könnte sie verwenden um. Um was? Wenn sie verwenden kannst, dann sammel sie auf. Oh nein! Das hörte ich nicht. Menü, Hauptmenü nochmal gehen.
Und hier nochmal, was kann ich denn nochmal machen? Ja, es passt doch so an. Das Spieler wechseln will ich ja gar nicht. Ich will höchstens irgendwie die Einstellung oder sowas. Nee, ich brauche einen USB-Stick. Meint das was? Das ist ein Teil eines USB-Sticks. Ein Teil? Was heißt hier ein Teil? Muss ich jetzt die andere Hälfte finden oder ist es was ist da los? Also so kann ich hier nichts verwenden, was ja auch irgendwie zu erwarten war. So, hier ist nichts, ich komme nicht durch die Tür. Hier bin ich ein Klebeband. Mit dem Klebeband könnte ich das hier oben zumindest schon mal zubinden. Aber ich komme nicht ans Klebeband heran. Das ist mies. Tipp funktioniert nicht. Das ist noch mieser. Hier oben ist noch einer von diesen Licht. Von diesen Lichtterren. String 1067 ist not found. Das ist seltsam. Alles ist hier gerade sehr seltsam. Wahrscheinlich habe ich einfach nur einen Spielfehler oder einen Bug gefunden. Sehr seltsam. Dann denke ich, beende ich das jetzt mal und dann teste ich mal, wie es nach dem Neustart aussieht. Sonst gucke ich mal, ob ich irgendwas übersehen habe. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Diesmal habe ich, glaube ich, nicht diese normale Zeit für dieses Spiel von einer Stunde erreichen können. Normalerweise habe ich es sonst ja geschafft, immer so eine Stunde von Natural Threat 2 aufzunehmen. Diesmal leider nicht. Eben, weil ihr seht es ja gerade, problematisch, ne? Egal, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und tschüssi!